Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Ersatzschaltbilder von Messgeräten. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Schaltzeichen von Messgeräten an. Wir lernen ideale Spannungs- und Strommessgeräte kennen. Wir lernen die Verschaltung von Messgeräten und schauen uns an, was man da richtig und falsch machen kann. Dann bekommen wir die Ersatzschaltbilder von realen Messgeräten und schauen uns zum Schluss an, wie können wir den Messbereich von Messgeräten erweitern. Schaltzeichen sind festgelegt nach der DIN 60617 und ganz allgemein bezeichnet man ein Messgerät, was einfach nur anzeigt, also ein Zeigermessinstrument mit einem Kreis drin, und in diesen Kreis schreibt man dann die Messgröße rein. Also zum Beispiel, wie hier dargestellt, für ein Voltmeter schreibt man ein V für Volt, bei einem Ampermeter ein A für Ampermeter. Und wenn es sich um ein Oszilloskop handelt, so kennzeichnet man das, indem man hier praktisch so einen Zacken reinzeichnet. Das soll also eine gemessene Kurve darstellen. Manchmal wird auch ein Messgerät kurzerhand dargestellt mit einem Kreis, mit einem Pfeil drin. Das soll praktisch den Zeiger des Messinstrumentes symbolisieren und man schreibt dann unten in die Ecke dran die Größe, die gemessen wird, Volt oder Ampere. Bei einem Oszilloskop sind in manchen älteren Schaltplänen auch noch Symbole üblich, in denen praktisch die Funktionsweise des Oszilloskops deutlich wird, in denen nämlich die Elektroden, die den Elektrodenstrahl in alten Oszilloskopen ablenken, dargestellt sind. Und so hat man zum Beispiel dieses Symbol für ein Kanal Oszilloskope, und wenn das Oszilloskop mehrere Kanäle messen kann, so hat man hier einen und zwei Anschlüsse, es könnten auch mehr sein. Das ist allerdings eine ältere Darstellung. Wenn das Gerät aufzeichnen kann, sei es digital oder ganz klassisch, altmodisch, einen Kurvenschreiber auf Papier, so zeichnet man dann ein quadratisches Symbol und schreibt dann in dieses Symbol dann die Messgröße rein, die man misst. Ein Kurvenschreiber würde dann eben so dargestellt, dass man dann da das Symbol für eine Messkurve hineinzeichnet. Wenn das Gerät auch noch integrieren kann, also sozusagen aufsummieren, dann kommt über dieses viereckige Kästchen noch ein kleiner Rechteck drüber, und das stellt dann praktisch dar Geräte, die beispielsweise Energie aufzählen. Also Wattstundenzähler, landläufig auch Stromzähler genannt. Und wenn dieser Stromzähler, wie er landläufig genannt wird, auch noch richtungsabhängig ist, dann erhält er hier oben in diesem Kästchen einen kleinen Pfeil, der diese entsprechende Richtung angibt. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie denn ideale Messgeräte aussehen müssten. Also wir fangen an mit einem Spannungsmessgerät. Ein Spannungsmessgerät wird normalerweise parallel zu dem Bauteil geschaltet, dessen Spannung wir messen wollen. Und wir möchten natürlich, dass durch das Spannungsmessgerät möglichst wenig Strom, am liebsten gar kein Strom, hindurchfließt, damit das die Messung nicht verfälscht. Das heißt also, ein ideales Messgerät hätte also keinen Messstrom. Das würde bedeuten, der Innenwiderstand ist unendlich groß und das entspricht praktisch einem geöffneten Schalter. Das heißt, wenn Sie in Zukunft in einem Schaltplan ein Spannungsmessgerät dargestellt sehen, ersetzen Sie dieses im Kopf durch einen geöffneten Schalter. Bei einem Strommessgerät soll der Strom, den wir messen wollen, ja gerade durch das Messgerät hindurchfließen. Das heißt, es wird in Serie geschaltet. Da möchten wir natürlich möglichst keinen Spannungsabfall am Gerät haben.
Deswegen ist bei einem idealen Strommessgerät die Spannung gleich 0. Der Innenwiderstand dieses Gerätes geht gegen 0. Das heißt, Sie können ein ideales Ampermeter durch einen Kurzschluss ersetzen. Wenn Sie in Zukunft ein Ampermeter in einem Schaltplan sehen, dann sollten Sie in Gedanken dieses Ampermeter durch einen Kurzschluss ersetzen an dieser Stelle. Was bedeutet das jetzt bei einer Verschaltung? Schauen wir uns das einmal an. Wir haben hier eine typische Verschaltung für ein Voltmeter. Das heißt, wir messen hier die Spannung am Widerstand R1 oder die Spannung U1 der Spannungsquelle. Mit einem Wort, wir messen von diesem jeweiligen Knoten. Und dann ist es egal, ob das Voltmeter links von dem Widerstand oder rechts von dem Widerstand ist. In beiden Fällen sollte die Messung identisch sein, denn wir messen an den jeweils gleichen Knoten. Merken Sie sich, ein Voltmeter wird parallel geschaltet. Bei einem Ampermeter würden wir es in Serie verschalten, so wie hier dargestellt. Und im Schaltplan ist es wurscht, ob das jetzt oben in der Querleitung oder in der Senkrechten liegt. Das ist ja alles ein und derselbe Kreis. Das heißt, an allen diesen Stellen fließt derselbe Strom und wir können ihn messen. Wir könnten natürlich auch ein Voltmeter in Serie verschalten, so wie das hier dargestellt ist. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zur vorherigen Folie. Überlegen Sie nochmal, wodurch sollten Sie in Gedanken einen Voltmeter ersetzen? Richtig, durch einen offenen Schalter. Das heißt, wenn Sie also einen Voltmeter in einen Stromkreis in Serie schalten, bedeutet das letzten Endes, Sie unterbrechen diesen Stromkreis. Im Zweifelsfall funktioniert er nicht mehr, weil kein Strom fließen kann. Genauso falsch ist es, ein Ampermeter parallel zu schalten. Überlegen Sie jetzt auch noch einmal, was bedeutet es, ein Ampermeter zu verschalten? Wodurch hatte ich Sie gebeten, das Ampermeter in Gedanken zu ersetzen? Richtig, durch einen Kurzschluss. Das heißt, das Ampermeter würde in diesem Fall einen Kurzschluss verursachen und das wäre sehr schlecht. Im Zweifelsfall würde nämlich dann ein sehr hoher Strom fließen und irgendwas würde kaputt gehen. Im Zweifelsfall, im besten Fall vielleicht noch das Ampermeter, aber Sie müssen damit rechnen, dass Sie in so einem Fall unter Umständen auch Ihre komplette Schaltung zerstören. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Merken Sie sich, schalten Sie niemals ein Ampermeter parallel zu einem Widerstand. Gut, wir hatten jetzt ideale Messgeräte kennengelernt. Jetzt schauen wir einmal, wie die Messgeräte, die Sie im Labor wiederfinden werden, davon abweichen. Gut, beim Spannungsmessgerät möchten wir eigentlich gar keinen Messstrom fließen haben. Das ist in der Praxis leider nicht so zu erreichen. Das heißt, in der Praxis haben wir einen Strom, der durch das Voltmeter fließt. Das ist normalerweise aber ein sehr kleiner Messstrom. Das bedeutet, der Innenwiderstand von einem Voltmeter ist normalerweise ziemlich groß. Wenn Sie moderne Digitalmultimeter haben, dann werden Sie feststellen, dass der Innenwiderstand im Bereich von 1 bis 10 Megaohm groß ist. Bei älteren Zeigerinstrumenten kann das durchaus schon mal weniger sein, manchmal auch wenige Kiloohm oder vielleicht auch im hohen 100-Ohm-Bereich. Das kommt aber eher selten vor, Sie sollten das aber im Kopf behalten und unter Umständen berücksichtigen. Dieser Innenwiderstand ist im Ersatzschaltbild parallel zum Voltmeter dargestellt, sehen Sie hier. Überlegen Sie nun einmal, warum das so ist, warum der Innenwiderstand parallel zum Voltmeter dargestellt werden muss. Wie wäre es, wenn dieser Innenwiderstand in Serie zu dem idealen Messgerät geschaltet wäre? Überlegen Sie jetzt einmal kurz, was würde es bedeuten, wenn der Widerstand in Serie geschaltet wäre?
Drücken Sie ruhig auf Pause und überlegen in aller Ruhe nach. Gut, wenn Sie jetzt darüber nachgedacht haben, kann ich Ihnen kurz erläutern. Ersetzen Sie das ideale Voltmeter auf der rechten Seite im Kreis wieder durch einen offenen Schalter in Gedanken. Und wenn der Widerstand in Serie zu diesem offenen Schalter wäre, dann würde auch kein Strom fließen, wenn dieser Widerstand sehr klein ist. Er wäre also wirkungslos. Deswegen wird er parallel zum idealen Voltmeter gezeichnet. Kommen wir nun zum Strommessgerät. Im Idealfall hatten wir gesagt, haben wir keinen Spannungsabfall am Ampermeter. Der Innenwiderstand sollte gegen 0 gehen. Das hätten wir gerne, aber es lässt sich leider nicht vermeiden in der Praxis, dass am Ampermeter doch ein Spannungsabfall entsteht und dass eben deswegen ein Innenwiderstand existiert. Der ist, wenn das Ampermeter gut ist, ziemlich klein. Meistens so im Bereich 10 bis 100 Milliohm bei modernen digitalen Multimetern. Aber bei älteren Zeigerinstrumenten kann dieser Widerstand durchaus auch im Ohmbereich, manchmal vielleicht sogar etliche 10 Ohm betragen. In diesem Fall beim Ampermeter ist dieser Innenwiderstand in Serie zu einem idealen Ampermeter gedacht. Das ergibt dann das Ersatzschaltbild, wie wir hier sehen. Überlegen Sie jetzt auch noch einmal, warum der Widerstand in Serie dargestellt ist und was es bedeuten würde, wenn wir den Innenwiderstand parallel zum idealen Messgerät zeichnen würden. Drücken Sie einmal kurz auf Pause und überlegen Sie mal. Gut, auch hier sollten Sie wieder in Gedanken das ideale Ampermeter, den Kreis, ersetzen durch, richtig, durch einen Kurzschluss. Und wenn Sie den Innenwiderstand parallel zu diesem Kurzschluss zeichnen würden, so hätte er nach außen hin überhaupt keine Wirkung. Deswegen wird eben beim Strommessgerät der Innenwiderstand in Serie gezeichnet. Damit haben Sie also jetzt die zwei Ersatzschaltbilder kennengelernt für das Spannungsmessgerät und das Strommessgerät. Jetzt machen wir einen weiteren Schritt und arbeiten einmal mit diesem Ersatzschaltbild. Wir schauen uns nämlich einmal an, was können wir an einfachen Maßnahmen tun, wenn unser Spannungsmessgerät beispielsweise eine Spannung messen soll, die deutlich größer ist, als das Messgerät eigentlich anzeigen kann. Das kommt häufiger vor, als Sie so denken. Insbesondere, wenn Sie jetzt so ein Spannungsmessgerät ersetzen in Gedanken durch den Eingang, den Analogeingang vielleicht eines Mikroprozessors oder einer weiteren Schaltung, der dann oft dann auf eine Spannung vielleicht 3 Volt oder 5 Volt begrenzt ist. Und wenn Sie dann deutlich höhere Spannung messen wollen, müssen Sie was tun. Gut, was können wir tun? Ich verrate es Ihnen, wir können einen Widerstand in Serie zu dem Messgerät oder zu dem analogen Eingang schalten. Warum? Ganz einfach, Sie sehen, wir haben jetzt einen Spannungsteiler zwischen dem Widerstand RV und dem Innenwiderstand des Messgerätes. Das heißt, wenn wir den Vorwiderstand nach der Spannungsteilerregel passend dimensionieren, dann darf die Spannung an unserem Messobjekt, U-Objekt, größer sein als die maximale Spannung, die unser Messgerät verkraftet. Das heißt, die Messbereichserweiterung eines Voltmeters zu höheren Spannungen erfolgt durch einen Serienwiderstand in Serie zum Messgerät. Bei einer Strommessung können wir keinen Widerstand in Serie verschalten, denn dann würde sich überhaupt nichts ändern. Es würde weiterhin derselbe Strom durch unser Ampermeter fließen. Und wenn wir jetzt einen deutlich höheren Strom messen möchten, als das Ampermeter verkraftet, dann bleibt uns nur die einzige Chance, einen Widerstand parallel zum Ampermeter zu verschalten. Dann teilt sich
der Strom von unserem Messobjekt auf in den Strom durch das Messgerät und einen Strom durch den Parallelwiderstand. Und wenn wir nach der Stromteilerregel den Parallelwiderstand passend bemessen, dann können wir erreichen, dass eben der Strom, den das Messobjekt liefert, deutlich höher sein kann als der Strom durch das Ampermeter. Hier in beiden Fällen können Sie bekannte Gleichungen, Formeln anwenden. Bei der Spannungsmessung ist angesagt die Formel für den Spannungsteiler. Bei der Strommessung ist angesagt die Formel für den Stromteiler. Schlagen Sie doch beide jetzt noch einmal nach und ergänzen Sie vielleicht in Ihren Unterlagen die Formel an dieser Stelle. Gut, dann schauen wir uns einmal an, was ist aber, wenn jetzt die Spannung, die wir messen wollen, viel, viel deutlich kleiner ist als der Messbereich unseres Messgerätes. Wenn der Zeiger also im unteren Bereich irgendwo dümpelt und wir nicht vernünftig ablesen können. Gibt es dann vielleicht auch einen Trick, einen zusätzlichen Widerstand zu verschalten? Vielleicht wenigstens bei der Strommessung? Leider nein. Wenn die Spannung am Objekt wesentlich kleiner ist als die, die wir anzeigen können, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Verstärkerschaltung zu verwenden. Ja, damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.